Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Und wir sind immer noch auf unserem Karlski-Turski-Trip und in unserem sehr schönen Hotel. Das habt ihr gestern oder also in dem Vlog von gestern gesehen. Eine Sache, die möchte ich aber nochmal separat erwähnen. Zwei. Das Waschbecken ist eine Nähmaschine. Wie cool ist das denn? Und jetzt hat man so eine fancy Dusche hier. Nicht nur hier mit so bla Regenwaldquatsch und Brausen, sondern hier auch mit diesen Wanddingern. Das fand ich ziemlich fancy. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie ein Auto in der Waschstraße. Wir packen unsere Lumpen zusammen, verlassen dieses Zimmer, fahren 1,47 ungefähr nach Stettin. Da ist noch Kirmes, die macht oder Luna Park, je nachdem, wie man das sehen möchte. Da pacen wir jetzt hin. Wir hätten Danzig ja noch mitnehmen können, das haben wir ja gestrichen aus Gründen, die wir im letzten Vlog erklärt haben. Man weiß nicht, wie voll es ist, dann hätten wir es nicht geschafft, wäre knapp geworden. Uschi muss morgen arbeiten, wir hätten die vielleicht gar nicht pünktlich auf der Arbeit absetzen können, weil wir ja wieder zurück müssen. Jetzt, wenn das so ist wie gestern, dass man so gut durchkommt, so viel schafft, denken sie, boah Mann, hätten wir es doch alles gemacht. Aber ich glaube, das ist die bessere Entscheidung gewesen und vor allem war es, glaube ich, jetzt ganz gut mal zu pennen, weil bei Karls ist es etwas spät geworden oder früh, je nachdem, wie man das sehen will. So, und wir haben gedacht, Frühstück, Wayne, verzichten wir jetzt auch wieder drauf, aber fahren direkt drüber und dann wird dann auch in Stettin Mittag gegessen. So, das ist jetzt der Plan und jetzt geht es los. Eine Sache, die habe ich euch auch schon mal erzählt, aber hier kann man es nochmal zeigen, weil das war letztes Mal, war das glaube ich gar nicht so. In Europa ist ja eigentlich alles steckdosenmäßig gleich in der EU. Oberschweiz ist auch in Europa. Aber das habe ich dann schon mal gesagt, es gibt dann diese Stecker, auch in Belgien ist das glaube ich ziemlich oft, wo noch dieser Erdungspin raushängt. Wenn ihr jetzt so einen oldschool alten Dreierstecker mit habt, geht das vielleicht nicht. Achtet darauf, dass eure Dreiersteckdose dieses Loch auch hat, damit das zusammenpasst, falls ihr überhaupt sowas mit habt und so Verlängerung habt. Wenn ihr jetzt nur diese schmalen Handy-Ladedinger habt, dann ist das auch Wayne. Aber ich habe das auf jeden Fall früher schon mal gehabt, dass wir das dann das Problem hatten, ich zum Glück noch ein zweites Kabel dabei hatte, wo das dann funktioniert hat. Nur, dass ihr das mal gehört habt und darauf achtet, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch diese Stecker gibt, wo nicht das Loch auch mit drin ist. Aber hier baut man eine neue Küche und hängt der Pin raus. Wir sind angekommen in Stettin, wie der Deutsche sagt. Hier den Holiday Park Stettin, wo es wohl zwei Chaos gibt. Es gibt eine Geisterbahn und die Maus, die Drehmaus hier, die sieht niegelnagelneu aus. Das ist beides vom Schausteller Boos. Und hier ist direkt ein Parkplatz dran. Es wären davor noch mehr Parkmöglichkeiten gewesen. Das ist ziemlich geil. Stettin sieht ziemlich cool aus. Ist so alt und so prunkvoll und modern zusammen. Das ist schon krass immer. Das sieht super cool aus hier. Es läuft schon, was auch immer ein gutes Zeichen ist, aber wenn Mitarbeiter alle gleiche Klamotten anhaben, weißt du, da macht sich jemand Gedanken und das gibt mir direkt so das Gefühl, da macht sich jemand Gedanken. Es wird jetzt nicht nur einfach rumgeschlunzt. Ja. Und da gehen wir jetzt hin. Ich würde sagen, wir machen erst das Spöckes hier und dann gehen wir essen, ne? Und danach haben wir noch einen weiten Weg von 757 Kilometern mit 7 Stunden und 51 Minuten nach Hause. We'll be right back.
Okay, Leute, wir sind drin. Das ist halt so ein bisschen auch mit dem Eingang. Und hier fährt man mit Token. Da haben wir Token gekauft. Es gibt ein Token, kostet 5 Slotti. 30 Token kosten 100 Slotti. Wir brauchen quasi nur 26 Token. Aber 30 Token waren jetzt in dem Angebot billiger als die 26 einzeln. Und wir sind jetzt auch schon die Spinning Maus gefahren. Sieht ja fresh aus, habe ich glaube ich schon gesagt, als wir angekommen sind. Die Wagen sehen irgendwie anders aus und man sitzt da ganz anders drin und merkt, dass rechts und links außen die Sitze viel schmaler sind und die in der Mitte sind was breiter, die Sitzfläche an sich, und sehr hart. Mir hat die ganze Zeit der Bügel in die Seite ins Bein gedrückt, was nicht so gut war. Und die fährt sich auch nicht so weich, die fährt sich ziemlich hart, die Bahn. Und es ist nämlich keine Subperla-Maus, es ist keine Revachon-Maus, es ist eine Fabri-Drehmaus, glaube ich. Ich glaube, das ist Fabri. Aber jetzt nicht die klassische Fabri-Maus, wie man sie kennt, mit diesen sehr seltsamen Wagen, sondern halt auch die normale Standard-Drehmaus nachgeahmt, die man sonst von Revachon und Subperla kennt. Was ich sehr cool finde hier in den Masken, sind Moving Heads. Insgesamt 6 Stück. Das kann ich mir ziemlich crazy vorstellen. Dann oben hast du so eine LED-Wand über dem Bahnhof. Der Bahnhof wirkt sehr klein, was ihn transportabler macht. Und sehr kurios ist auch, man kauft ja Token. Mit diesen Token fährst du die Bahn nicht. Die Token tauschst du dann an der Kasse der Attraktion nochmal ein gegen einen Zettel, mit dem du fahren darfst. Das ist ein bisschen blöd. So, Trampolin kostet übrigens 4 Token für 5 Minuten. Stehst du da 5 Minuten dran, an der Kasse stand auch 5 Minuten dran. Wir haben auch Token für die Geisterbahn geholt. Man kann von weitem nicht lesen, wie die Geisterbahn heißt. Ist nicht schlimm, denn die steht so nicht da drauf, die steht da mit einem anderen Namen drauf, den wir dann aber auch schnell erkannt haben. Machen wir jetzt direkt die Geisterbahn? So groß ist das ja hier nicht, ne? Nee. So, die Geisterbahn heißt Frightmare und ich bin mal sehr gespannt. Hier gibt es jetzt keine Kasse dazu. Ich glaube, hier gibt man die 4 Token dann einfach ab, oder? So, dass du rausfährst, aber das ist keine Tür, das ist nur so ein kleines Türchen unten und der Rest ist einfach Lappen oben. Das ist ja witzig. Sehr neu aus noch, ne? Die Wände und so. Ja, der größte Horror war jetzt die Hitze da drin. Und der zweitgrößte Horror ist einfach, jo, ich mache eine neue Geisterbahn, hab auch keinen Bock. Ja, das stimmt. Boah, das ist ja wirklich, ist einfach, ich hab keinen Bock. Ich brauche eine, aber ich hab eigentlich keinen Bock auf die Scheiße. Aber mein Highlight auf jeden Fall, eine Wasserflasche, um die Tür aufstehen zu lassen. Sehr schön. So, hier gucken wir gleich, aber ja. 4. 4x4 Hähne, alter Schwede, ey. Dancing Jump, auch mit Flamejet in der Mitte, Moving Heads oben auf der Rückwand, LED-Matrix in der Mitte. Crazy, aber der Rest sieht irgendwie so fragil aus. Alpha
1-1, kann es ja auch sein. ja, das ist, glaube ich, so das Frankenstein-Monster, wenn du ein Enterprise mit einem Roundup mischst. Das kommt dabei raus. Ach, ist schon weg. Kinderkarussells, Gastronomie logischerweise und man hört, glaube ich, dass der Jumper unterwegs ist. CC plus 2, Wurm gefahren, Güven fährt sich halt an sich ganz gut und jetzt sind wir schon am Ende, das heißt nicht, dass es hier nicht noch was gibt, aber kurz erwähnt noch, also erstmal hier Fluss, Altstadt, geil, aber hier auch schön gestaltet, überall sind Kübel mit Bäumchen oder Blumen und so ein paar Beete angelegt, obwohl es hier auf Asphalt ist, Performance Floor vor den Geschäften, also wirklich hübsch gemacht. Schön angelegt und gepflegt, das gefällt mir sehr gut. Dann haben wir noch ein großes Riesenrad und das Funhaus Lach- und Freuhaus. Fast das River Rafting unterschlagen, weil wir gerade dran vorbeigelaufen sind, schöne Aufnahmen gemacht haben und es gerade noch zu war. Die machen gerade noch einen Trackwalk und gleich macht das Ganze auch auf. Ich depp. So, müssen es aber, damit ihr das, was ihr gerade gesehen habt, sehen könnt, ein paar Aufnahmen machen. Ah ja, und dann sei auch noch erwähnt, es war jetzt nur beim ersten Coaster so, dass wir die Token gegen ein Ticket eintauschen mussten. Bei der Geisterbahn sowie bei dem Wurm haben wir die Token direkt abgegeben. 3 Token für den Wacky Worm. Also wir haben 6, 4, 3 bezahlt. Gleich gucken wir uns noch eine nette Familie aus oder nette Kinder. Die kriegen noch 4 Token und dann ist es halt auch gut hier. Aber damit wir auch den Tourennamen gerecht werden, fehlt noch ein Tiski. Das fehlt auch noch. Und mein Gott, was alles noch. Es kommt noch mehr heute. Oh mein Gott. Getane Arbeit, die jetzt nicht so viel zum Glück war hier, weil das relativ überschaubar ist, haben wir uns einen Tiski verdient. Dafür haben wir aber auch die letzten Tage genug reingehauen. Und auch dieses Schneiden und Bearbeiten ist Arbeit, das kann man sich nicht vorstellen teilweise. Coole Sache hier, gefällt uns auf jeden Fall sehr gut und überall kannst du mit Karte zahlen, überall kriegst du eine Quittung. Hier geht nichts am Fiskus vorbei, wie in Deutschland. Das ist crazy.
Und ich glaube, das sollte man im Sommer, wenn man irgendwie so in der Region ist, vielleicht am Schirm haben. Es gibt ja auch Leute, die machen so gerne so Städtetrips und so. Da ist Stettin wahrscheinlich auch eine Sache, die weit oben auf der Liste steht. Dann würde ich das im Sommer machen und kombinieren, wenn du so ein Wochenende, ein langes Wochenende machst. Stettin mit dem Ding hier, das brauchst du ja nicht ewig hier. Ja, das geht Samstag und sonntags um 11 los, sonst um 12 und dann bis 23 Uhr immer. Das ist halt auch krass, ne? Und jetzt frage ich mich nicht, in welchem Zeitraum, das ist jetzt, glaube ich, den ganzen Sommer halt, sommerferienmäßig, 2 Monate bestimmt dann, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht, aber 2 Monate ist bei sowas immer so eine realistische Sache. Gefällt mir, sehr, sehr gut. Man hat für die Gastro sogar polnische Schilder, meine Fachgeschäfte sind einfach deutsche Schilder. wir trinken jetzt eben was. Und wir wollten ja was essen. Wir haben jetzt überlegt, dass wir das nicht hier machen, weil wir haben noch einen Stopp heute. Und das ist jetzt kein Freizeitpark-Achterbahn-Kims-Stopp, sondern wir wollen zu einem sogenannten Polenmarkt. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagt. Wahrscheinlich gibt es da kein schönes Wort. Das ist schöner als das Wort, was mir beigebracht wurde, als wir bei der Verwandtschaft in Dresden immer waren und wir nach Tschechien rübergefahren sind. Das möchte ich hier nicht sagen. Ich glaube, das sagt man auch nicht mehr. Da wollen wir jetzt aber nicht hin, um uns Schlagringe und Lanzer-T-Shirts zu kaufen, sondern wenn ich das jetzt spoiler, ist doof. Wenn wir es finden, sage ich es. Weil wenn wir es finden, bis das Video online geht, ist das verschenkt. Jetzt also, was denn? Das bleibt spannend. Ich bin auch gespannt, was wir da sehen werden an Sachen, die nicht gehen. war eigentlich so gar nicht geplant, die Idee kam heute Morgen. Ich glaube, das rundet so einen Polentrip noch mal mehr ab. Vorsicht, Plastikbecher erschlagen Schildkröten. In Hörspielen Sachen, die will man nicht hören. Was ich noch nicht erwähnt habe, das ist mir auch entgangen. Grüße an Jerome, der schon seit 100 Jahren Abonnent ist und auf der Autobahn mit seinen Eltern vor 200 Jahren an uns vorbeigefahren ist, also an mir und wo ich im LKW saß. Der Booster heute, der hatte heute, also nicht heute, sondern auf dem Platz hat der Premiere, der ist niegelnagelneu. Habe ich nicht im Schirm gehabt, ist aber so. Und beschickt wird die Kirmes oder Luna Park, er ist ja auch abgesperrt und so, ne? Ein bisschen Luna Park-Prinzip von den Schaustellern Boos aus Deutschland, deswegen ja auch so viel Deutsch auf den Schildern. Ich meine, aus Magdeburg kommen die und das ist ja auch nicht der neue Booster, sondern der neue Booster. Das ist. Das ist genial! Also Glückwunsch zur Premiere. Deswegen saß auch einer in der Kasse wahrscheinlich, der so aussah, als ob ihm da was gehören würde. Man sieht ja, wem gehört was und wer arbeitet da nur quasi. Was nicht heißt, dass die Leute, denen was gehört, nicht arbeiten würden. Nicht, dass das wieder irgendjemand falschen Hals kriegt. Aber das nur so am Rande. Und wir fahren weiter mehrere Stunden durch die Weltgeschichte wieder nach Hause, weil der Tusch ja gleich schon wieder zur Arbeit muss. Wann geht der weg? Um 4? Laut Navi sind wir um 5:15 zu Hause. So, wir haben jetzt noch schnell getankt. 5,99 der Kubikmeter. Ist auf jeden Fall ein bisschen tote Hose hier. Kubikdezimeter, Entschuldigung, Kubikmeter. Ja, gut, wir müssen uns mal eine Übersicht verschaffen. Armschweine, ey. Die Schweine sind alle. Also es sieht jetzt eher tot aus. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, jetzt hier durchzulaufen. Nicht so viel, würde ich mal sagen. Nee. Warum? Ich finde an so Gartenplänen trotzdem noch Vorhängeschlüsse dran machen spannend. Finde ich wieder sympathisch. Ach, das ist die Wand, die
Alles voll mit Feuerwerk. So, den also Feuerwerk gibt es hier an was, aber es gibt auch die angesprochenen Waffen. Zeige ich euch jetzt nicht, weil der Typ sah nicht so aus, ob er das witzig findet. Und gerade macht irgendwie alles hier zu. Alle machen die Rollos runter, packen ihr Zeug weg. Keine Ahnung, was jetzt hier abgeht. Da ist der Patient. Meine Mutter wünscht sich seit Ewigkeiten schon für den Garten irgendwie so einen Steinadler. Wir wollten damals einen bei uns beim, ja, was ist das? Ich sage kein Steinhändler. Kein Abbruchunternehmen, aber auch, die verkaufen auch Steine, ja. Sand, Kies. Wie nennt man das? Steinmetz? Nee. Egal. Die hatten sowas, dann wollten wir ihn kaufen, hatten den nicht mehr, dann war der gerade weg und dann haben die nie wieder einen neuen bekommen, obwohl die uns versprochen haben, die kriegen einen neuen. Das ist schon ein paar Jahre her. Und meiner Erfahrung nach gibt es das immer auf diesen Polen- und Tschechenmärkten, solche Figuren. Und jetzt haben wir einfach mal die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, weil meine Mutter morgen Geburtstag hat, das Ding jetzt nach Hause zu bringen. Der Händler davon war jetzt nicht mehr da, aber irgendwie Familie und er wollte nicht handeln. Ich habe auch gedacht, ja gut, wenn seine Schwester oder was den anruft, dann ist auch nichts mit handeln, weil er ist ja nicht da. Und Uschi, handelst du bitte? Uschi ist übrigens jemand, die handelt nicht, die zahlt extra ja, drauf. Und haben wir, sind auch runtergegangen, nicht auf das, was ich wollte. Dann konnte sie nicht wechseln, jetzt haben wir bezahlt, was ich wollte. Vor allem haben wir einfach vorher für uns eine Zahl in den Raum geschmissen und die wurde halt nur leicht überboten. Das war auf jeden Fall gut. Ja. Meine Frage war natürlich auch wieder dumm. Sie sagte, ist Euro oder Slotty? Euro? Natürlich nicht so. Oh ja, stimmt. Ups. 9 Euro. Ja, klar. Habe ich nicht drüber nachgedacht in dem Moment. Hätten nicht überlegen müssen, glaube ich. So, wir haben den kleinen Stinker jetzt gesichert. Wir hätten auch noch eine halbe Stunde warten können, hätten wir es wahrscheinlich einfach mitnehmen können. Ja, das weil die jetzt gerade alle. Ach, man klaut nicht? Ja. Pff, du bist ja schlau. Jetzt müssen wir gucken, wo wir was essen können. Ey. Fahren wir so? Vielleicht. Warum? Ja, das Dach offen ist doch besser für den Vogel. Fühlt er sich nicht so eingesperrt. Jedes Mal. Wir müssen jetzt noch was essen. Wir haben nicht gefrühstückt. Und überhaupt, wir haben jetzt 4:30. Ja, gucken, ob es irgendwas in der Nähe gibt. Wir haben mehr erwartet. A, von dem Markt und vor allem, dass dann hier irgendwie drumherum auch was abgeht mit Essen und so. Das hat jetzt auch alles zu. Also hier war auch nur ihr lecker Essen. Imbiss Prima. Konditorei, Backerei. Das hat natürlich jetzt alles schon zu. Schiete. Nur die eine mit ihrer Tochter hier mit dem Vater, die harren aus. Die sind die letzten, die hier noch Kippen verkaufen. Die haben quasi einen Zigarettenautomaten hier in groß mit Hundekörbchen. Antikparkplatz, ein ganz, ganz alter Parkplatz. Aber unnötig, so weit zurückzufahren. Also hier nicht so. Entschuldigung. Wer jetzt denkt, hä? Ach nee, das haben wir gar nicht gezeigt. Gut, dass wir die Tankstelle nicht gezeigt haben. Wir sind nicht an der gleichen Tankstelle, wo wir eben waren, bevor wir zu dem Markt gefahren sind. Und sind jetzt wieder hier zurückgefahren. Nein, nein. Da haben wir nicht gezeigt. Nein, nein. Das ist ja Blödsinn. Nur weil jetzt hier ein Restaurant ist und dann da hinten nichts mehr war. Und dann alles andere zu war. Und auf deutscher Seite auch, wenn wir jetzt da weiter lang gefahren wären. Deswegen sind wir jetzt hier. Das sieht auch ziemlich dunkel aus. Nee, da sitzt jemand mit Salat. Wo sind wir hier? Wir sind jetzt im Restaurant Favilla. Das ist ein Italiener mit allem anderen auch. Also man weiß es nicht genau, was die hier haben. Das ist hier direkt an der Überraschungsseite-Tankstelle, wo wir eben nicht, natürlich nicht schon gedacht haben und dann wieder weggefahren sind. Preise sind ein bisschen höher als, glaube ich, direkt im Land, könnte ich mir jetzt denken. Aber alles human. Wir haben uns hier eben schon erschrocken, aber wenn man das dann umrechnet, ist es gar nicht so okay. Nee, also umgerechnet 15, 16 Euro für ein Rinderfilet ist gut. Das ist ein Witz. Mhm. Ist halt Grenzregion, deswegen höher als im Land, weil du es hier nehmen kannst. Ne? Und die ganzen Touristen hier hast und vor allem aus Deutschland kommen, deswegen ist das halt höher. Ist jetzt halt mit der Kirmes blöd gelegen quasi. Wir hätten natürlich lieber noch Zeit im Land verbracht, aber mein Gott, so ist das manchmal. Ja, pünktlich zum, wir sind fertig mit allem, kommt der Wolkenbruch, aber hier geht es auch ganz richtig ab. Wir sind aber echt gerade ins Auto gestiegen im Trockenen. Das Essen, Leute, zum Niederknien. Sau lecker, sau geil.
Und 4 Getränke, 2 große Essen, 30 Euro, das ist doch ein Witz. Ah, sehr, sehr gut. Also bei dir? War gut. Super Pizza. Kann ich nicht beschweren. Bei mir war richtig geil. Richtig entstufen. Hätte ich genauso nochmal jetzt essen können. Weil so geil, aber wäre ich wahrscheinlich gestorben. Und hätte vielleicht Uso gebraucht, um hier auf mein Leben zu kommen. Guck mal hier, weißt du? Nix, wächst nichts mit dem Auto. Der, also man kennt die auch. Und hier sowas. Nö. Hier spritzt nichts, hier merkst du nichts. By the way, 80 cm Wartiefe. Ich weiß nicht, wo Maps uns lang schickt. Ich hätte gedacht, wir fahren über die Straße zurück, wo wir hingefahren sind, wo der Polenmarkt war, weil das war direkt an der Grenze, aber scheinbar fahren wir woanders lang zur Grenze. Damit auch irgendein Grenzkontrolleur denkt, wir schmuggeln. Das ist eine richtige Drückergrenze. Ja. Sehr geil, davon ist ein Skatepark. Wir gehen eben noch was einkaufen im Dino. Ich weiß es nicht. Ist das mein Wagen? Ich habe Rücken. Genau. Uschi wurde gerade ausgelacht, dass sie sich ihre Handtasche über den Kopf gehalten hat bei dem Regen von einer Frau, die eine Mülltüte auf dem Kopf hatte. Weiß ich nicht, in welcher Position man ist, um da lachen zu dürfen. Bin ich ein bisschen witzig. Diese KK, wie heißen die Tankstellen nochmal? Circle K. Tankstellen gibt es hier in Polen. Das ist eigentlich so ein amerikanisches Ding. Ein französisches Ding ist die Firma 7 Days, wo sich gerade jemand vorstellt. Ey, das ganze Regal ist frei. Eine halbe Stunde steht da keiner. Hier, das ist sonst Frankreich. Aber keine Sorge, ihr bekommt auch von Kuchenmeister eure Kinderwörter. Ist das Kuchenmeister? Ja, der ist Kuchenmeister. Ich habe immer Angst, das zu verkacken. Sind das keine Schausteller, Kuchenmeister? Wer macht denn nicht der kranke Weihnachtszauber, der Kuchenmeister? Genau, und die Hörnchen sind von Küchenmeister, richtig. Nee, das nicht. Es geht überwiegend darum, dass wir uns vielleicht noch ein paar Snacks grabben für die 7,5 Stunden Autofahrt, die jetzt ansteht. Und Drinks. Gibt es bei uns auch nicht, ne? Einzelne Bonbons kannst du hier kaufen. Higgins. Hier. Boah, Arschloch. Was her? Ja, hat einer was gegessen. Hier, guck, diese Tütchen machst du dir hier voll. Hier alles. Das klingt jetzt noch dramatischer mit dem Wetter. Mhm. Ich bleibe hier noch ein bisschen hier. Wodko. So, ein Einkaufswagen voller Sachen. Was würde man in Deutschland dafür bezahlen? Wahrscheinlich 200 Euro. vor allem mit dem Depsi da drin. Insgesamt war dieser Wagen jetzt bei 38 Euro. Das ist super billig, ne? Nee, aber dafür, dass da hier 20 Flaschen 04 Desperados mit drin ist. Ja, fahren wir mal das Riesenauto hier weg. Das ja, ist halt also wirklich unnötig. Wie kann man denn das sagen? Muss ich eigentlich auch die tote Winkel aufnehmen noch? Nein. Muss ich zum Glück nicht. Ich esse jetzt hier ein paar Stücke von dieser Schoki, die wir gerade gekauft haben. Also ich habe die gekauft, der Bro wird so was nicht kaufen. Mit, ich glaube, das ist halt so eine Fake Oreo Schokolade. Hier steht jetzt mit Cocoa Biscuits. In der Schoki. Ich denke mal, das ist sowas wie Oreo-Schokolade. Yes. Der Bro ist noch nicht, oder Bro? Ich bin immer noch Babi Sack. Ach die. Ich glaube, dafür habe ich nur so ein Tropical Energy. Ich trinke dazu eine Cola Zero. Ich film dich und rede. Ich trinke dazu eine Cola Zero. Was soll ich? Ich habe ja schon mal meine selbst abgehört. Portionierten Holy-Tütchen gezeigt. Aber jetzt haben wir die nicht mit, weil ich nämlich wusste, dass der Becher zwischendurch mal länger hier ist, ich die nicht direkt ausspülen kann. Also eigentlich hatte ich nur keinen Bock, so viel Wasser mitzuschleppen. Und ich hatte immer einen 10-Liter-Kanister im Caddy hinten drin. Mit Leitungswasser einfach, kannst du einfach benutzen. Aber der ist nicht mehr. Der war undicht an der Naht. Wir haben den ja schon mal denselben gehabt. Den haben wir umgetauscht, weil er Undichtigkeit hatte und der hat jetzt jahrelang gehalten, aber jetzt fängt er auch an, dass das da so immer peu à peu so rauströpfelt. Voll ätzend sowas. Wir sind auch wieder in Deutschland, war ja nicht weit, Überraschung. Aber es ist Polen landschaftlich geil, hier ist Landschaft geil. Guck mal, wie üppig und grün das hier ist. Sehr geil. Das Ding drin.
Theodor Körner, der die letzte. So, sind ja schon ein bisschen unterwegs, sind noch ein bisschen unterwegs und das ist schon wieder blaulich da. Ihr kennt ja diese LED-Matrixen oben, ne? Hier Wechselzeichen, Anlage, keine Ahnung, wie der deutsche Fachbegriff dafür ist, damit es richtig dumm klingt. Und da war gerade angezeigt, also Geschwindigkeit reduziert und dann, dass die rechte Spur gesperrt ist. Ist ja auch gut so, wenn dann irgendwie was ist. Ist nur doof, wenn es die linke ist. Also, wenn du dann ankommst und siehst, dass die linke, und das haben sich auch vorher alle so ein bisschen so rüber eingeordnet. Die Pfeile haben ja oben auch gesagt, ey, rüber. Ja, nicht so geil, irgendeiner auf jeden Fall mit dem Moped sich hingelegt. Aber der wurde der RTW ist gerade weggefahren, als wir an der Unfallstelle, also vor der Unfallstelle waren. Kurz danach war jetzt nochmal eine Panne. Nicht so geil auf jeden Fall. Wenn du auf zwei Rädern unterwegs bist, bist du halt auf jeden Fall der Geachteste, wenn irgendetwas ist. Aber ich fand es jetzt erwähnenswert, weil das mit der Matrix jetzt gerade, dass das halt da falsch rum angezeigt war. Aber es ging echt flott von drei Spuren, theoretisch auf eine, was schlecht geregelt war, weil auf einmal hört die linke auf und quasi gleichzeitig die mittlere. Aber alle LKW sind schon auf dem Standstreifen dann drüber und wurden einfach aus den eigentlich nur eine Spur von zwei Spuren gemacht. Also so schnell habe ich den Reißverschluss auch noch nicht gesehen. Es ist Montag, da sind die Leute noch erholt und wissen noch, wie man Auto fährt. Das vergessen die alle bis Freitag. Freitag ist ja sowieso die Hölle, Autobahn zu fahren. Hatten wir ja auch auf dem Hinweg bei diesem Trip. Und vielleicht dann zuletzt noch, wir fahren ja hier ein horrendes Stück auf der A2, logischerweise. Das ist ja die Ost-West-Achse. Ist wirklich eine Autobahn für Geisteskranke. Ne? Also wenn du den Trip hier überlebst, da hast du aber auch viel erreicht. Naja. Noch drei Stunden. Wilde Maus von Bart gerade überholt. Was macht der hier, ey? Das ist am Arsch der Welt. Muschi. Das hat sie den Mops verpasst. Was ist das denn jetzt schon wieder hier für eine Scheiße? Uschi, ja? Kannst du schon mal vorher bezahlen? Ja? Ja, aus Sicherheitsgründen müssen die Tanks noch in der Nacht gesperrt werden. Bitte an der Kasse freischalten lassen. Danke. Was für ein Quatsch. Ja, wir sind kurz an der Tankstelle, eben 20 Euro ein bisschen Sprit reinkippen. Wir würden bis nach Hause kommen, ist mir aber zu knapp, wenn das ist unterwegs. Und deswegen fangen wir kurz nach, auf dem Autohof, nicht auf dem Rastplatz. Und weil es jetzt aber schon 10:30 ist, fahren wir jetzt auch nicht mehr in den Ort rein, weil dann ist da auch schon wieder der Nachtpreis und dann lohnt sich das alles schon wieder gar nicht mehr. Deswegen eben schnell hier auf dem Autohof. Das ist aber richtig geil, oder? Aber den hat er ja irgendwo jetzt gerettet, ne? Das ist ja voll am Arsch. Ja. Ein Scheunenfund. Sowas. Auch noch mit Weißwandreifen, also was mal weiß war. Aber Motorboard Zedell, Scheibe gerissen, aber das kriegst du auf jeden Fall noch hin. Übrigens wieder eine Deutschland, so Transitland überhaupt und so weiter und so fort. Der Zettel, das hier nur drin ist, ist wieder nur auf Deutsch. Und neben uns zwang nämlich ein Brite, der hat mich auch ziemlich sparsam geguckt. Ja. Aber er ist dann einfach dir hinterhergelaufen. Ja. Ja, aber was soll denn das wieder? Und das ist so oft. Und ey, selbst in Polen, da in diesem kleinen Mini-Zustand auf Englisch. Und wir kriegen das nicht hin, ey. Das ist doch wirklich zum Kotzen. Nun ja. So, Peoples. Es ist jetzt noch ein bisschen mehr als 2 Stunden und wir haben jetzt gerade noch eine kleine Tankpause gemacht und einmal den Tank voll gemacht. Wir wären wahrscheinlich spitz auf Knopf nach Hause gekommen, aber so das machen wir nicht gerne. Ey, geil ist, Uschi vloggt nie, ich muss immer alles vorsagen und jetzt macht es mal selbstständig, erzählt das, was ich gerade erzählt habe. Achso, das hast du gerade erzählt, das habe ich nicht mitbekommen, da war ich ja dort da. Doch, du standst neben dem Auto, ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich habe den Müll weggebracht. Bei Paypo. Okay, der Bro hat es erzählt. Aber habe ich ja auch jetzt nochmal erzählt. Wir hatten uns ja vorhin in Polen
Knabbersachen geholt für die Fahrt. Ich habe mir einmal Crunchips Chakalaka geholt. Die Sorte kennt man ja von den Chips Frisch. Ich bin mal gespannt, ob die ähnlich schmecken. Und der Bro hat sich Crunchips Kebab geholt. Da sind wir wieder bei dem Thema. Satz. Ich weiß ja, dass der Kebab schmecken soll. Naja, aber bei dem anderen auch, dass es nach Fleisch schmecken soll, wenn da Fleisch drauf ist. Zum Beispiel. Ja. Gut, dann sind wir wieder beim Bro, steckt sich Dinge in den Mund, von der keine Ahnung hat, was sie sind. Machen wir es mal wieder. Na, wollen wir mal beginnen. Wir dürfen natürlich dabei sein. Ich rieche auch mal. Das riecht irgendwie nach nix. Das ist Papier, wo der Kebab reinkommt. Ich bin gespannt. Schmeckt auch nichts. Das Gesicht ist so nichts sein aus. Und halt so. Ja. Das soll so ein bisschen nach Fleisch schmecken. Gewürz. Mhm. Ich verstehe die Idee. Mhm. Aber ja. Weißt du, was ich meine? Am Ende kommt es auch durch. So ein bisschen. Ja, so ein Hackfleisch. Nicht so schlecht eigentlich. Nee, aber. Erstmal ist wild, aber. Nee, kann man essen. Ja. So, dann probieren wir eine andere. Okay, riecht schon anders. Alter. Also. Ist sehr süßlich so. Jetzt habe ich hier so einen großen, ich möchte einen kleinen noch probieren. So. Aber noch ein bisschen süßer und ein bisschen mehr so Salsa-mäßig irgendwie, oder? Nee, hast du nicht? 100% Gewürzketchup. Aha. Das schmecke ich da jetzt nicht, aber oh, die Kamera rutscht runter. Okay, interessant. Aber auf jeden Fall beides super essbar, das gönnen wir uns jetzt. Super essbar? Ja. Ist auch schön. Das gönnen wir uns jetzt und dann haben wir es bald geschafft. Auf die anderen dabei, da und bei ihr. Also, das braucht schon etwas länger. Wenn die Leute vermittelt sind, dann melden sie sich manchmal gar nicht.